Hallo Leute, hier ist wieder die Christiane von Hund und Katz und Selbstversorger. Heute zeige ich euch, wie man Gemüse verarbeitet, das man nicht gleich essen will, das man aber haltbar machen will und immer wieder gut verwenden möchte. Gemüsebrühe selber machen. Geht ganz leicht, braucht bloß ein wenig Geduld. Hier das Gemüse, das zum Einsatz kommt. Ganz vorne rechts, das ist eine riesige gelbe Beete. Dann kommt Knoblauch, Lauch, Zwiebeln, Sellerie, Karotten, Tomaten und was einem sonst noch so einfällt, kann man alles mit reintun. Das ist die gelbe Beete aufgeschnitten. Die sieht so toll aus. So mag ich sie eigentlich überhaupt nicht, aber in der Gemüsebrühe ist sie richtig gut. Das ist eine Tomate, die Dixie Golden Giant. Die schaut auch von innen fantastisch aus. Hier ist das Gemüse also jetzt geputzt, alles in einer großen Schüssel, in handliche Stücke geschnitten, damit es dann gut durch den Fleischwolf geht. Was nicht durch den Fleischwolf geht, sind die Blätter und Stängel vom Sellerie. Die muss ich extra verarbeiten und die kommen in den Mixer. So sehen die dann also aus, wenn sie gemixt sind. Perfekt. Das ganze restliche Gemüse jage ich hier durch den Fleischwolf. Das geht am schnellsten und am gleichmäßigsten. So sieht es aus, wenn es durch den Fleischwolf gedreht worden ist. Jetzt wird es alles in eine große Schüssel gefüllt und gut miteinander vermischt. Geht am besten mit den Händen. Alles ausbreiten auf Backblechen mit Backpapier. Vier Bleche sind es geworden. Die steche ich jetzt in die Sonne. Jetzt ist schon Nachmittag, sehr viel Sonne haben wir heute nicht mehr. So sieht es aus am ersten Tag. Das hier ist jetzt um die Mittagszeit vom zweiten Tag. Das steht also jetzt noch den ganzen Tag in der Sonne. Und so sieht es aus am dritten Tag zur Mittagszeit. Das ist also fertig. Es ist gut durchgetrocknet. Jetzt geht's ans Mixen. Ich habe da noch einen guten Esslöffel von dem Salz mit rein in den Mixer. Muss man aber nicht. Kann man machen, wie man will. Jetzt ist sie fertig, die Gemüsebrühe. Und jetzt habe ich eine riesen Schüssel Gemüse in ein bisschen Pulver komprimiert, was sich hervorragend eignet zum Würzen für alle möglichen Sachen. In Gläser abfüllen, beschriften und verwenden.